alle Menschen besitzen den Urinstinkt, sich gegenseitig zu helfen. Wenn sich ein Wanderer in den Bergen verirrt, leitet man eine Suchaktion ein. Wenn ein Erdbeben eine Stadt zerstört, schicken Menschen aus aller Welt Hilfslieferungen. Dieser Instinkt findet sich in jeder Kultur. Ohne Ausnahme. Heute früh gegen 4.30 Uhr registrierten unsere Satelliten einen Sturm in der Nähe der Ares-3-Station auf dem Mars. Der Sturm wurde immer heftiger und wir mussten die Mission abbrechen. Aber während der Evakuierung kam Astronaut Mark Watney ums Leben. Ich lege ein offizielles Logbuch an. Mein Name ist Mark Watney. Und ich lebe noch. Offensichtlich. Ich kann weder die NASA noch meine Crew kontaktieren. Aber es würde sowieso 4 Jahre dauern, bis mich eine andere bemannte Mission erreicht. Und diese Station ist nur für 31 Tage ausgelegt. Also, angesichts dieser Aussichten bleibt mir nur eine Option. Ich muss mich mit Wissenschaft aus der Scheiße ziehen. Okay, rechnen wir es durch. Ich muss einen Weg finden, Essen für 4 Jahre anzubauen. Hier, auf einem Planeten, auf dem nichts wächst. Aber wenn ich es nicht schaffe, die NASA zu kontaktieren, spielt das auch keine Rolle mehr. Houston, zur Information. Wir haben eine Videonachricht an die ganze Crew erhalten. Spiel sie ab. Mein Gott. Mark Watney lebt noch. Wir holen dich ab, Watney. Wow! Noch Fragen, Neil Armstrong? Wir haben ihn zurückgelassen. Holen wir unseren Mann. Die NASA hat das abgelehnt. Das heißt, worüber wir hier reden, ist Meuterei. Und wenn wir die Vorräte nicht übernehmen können, sterben wir. Zerstören wir den Gravitationsassistenten, sterben wir. Das ist das Weltall. Es kooperiert nicht. Ich garantiere euch, an irgendeinem Punkt läuft einfach alles schief. Und dann sagt man, das war's. Das ist mein Ende. Ist es möglich, dass er noch lebt? Der Marsianer.